Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tierisch Lausitz. Wir sind heute wieder zu Gast im Tierschutz Siegerdorf Große-Döbbern und haben Ihnen Krümel vorgestellt. Krümel sucht unbedingt ein neues Zuhause. Hallo Annette. Hallo. Erzähl uns doch etwas über Krümel. Ja, der Krümel ist ein circa vierjähriger Kater, kastriert natürlich. Und er musste ganz schweren Herzens hier abgegeben werden, weil irgendwie der Krümel in seinem alten Zuhause nicht stubenrein war. Also er hat überall hingepullert. Die Besitzerin hat wirklich alles versucht. Ne? Sie hatte noch eine zweite Katze gehabt und eben nur eine Wohnung ohne Balkon. Also die Vermutung war, weil der Krümel ist ja als etwas größere Jungkatze zu ihr gekommen von draußen, also vom Dorf irgendwo, dass der Krümel einfach mit dieser Wohnungshaltung nicht klarkam. Dann die andere Katze und so auf engen Raum, dass der deswegen eben einfach seinen Unwillen, also seinen Unmut da, sag ich mal, kundgetan hat mit dem Markieren. Sie gab ihn dann zu uns ins Tierheim und er ist nur jetzt seit einigen Wochen jetzt hier und bei uns ist er absolut stubenrein. Das also er geht auch raus? Ja, also er geht jetzt durch die Luke, das hat er jetzt schon gelernt, geht er jetzt nach draußen und findet das auch ganz toll im Auslauf. Also ich denke mal, dass das eine Katze ist, wenn der Freilauf bekommt, ne, wenn der irgendwo hinkommt zu einer Familie, wo er dann auch rausgehen kann, dass man dann keine Probleme hat mit ihm, mit der Sauberkeit, denn das haben wir hier auch nicht. Also er macht bei uns hier nirgendwo hin. Ne. Er ist ein bisschen schreckhaft anfangs, ne, aber es ist ein ganz liebes Tier, ist wirklich also auch sehr, sehr anhänglich und sehr schmusebedürftig, eigentlich ein ganz, ganz lustiger Kater, mit dem man sicherlich auch schön spielen kann und der sich gerne kuscheln lässt. Also ich sag mal, ich würde mich schon freuen, wenn wir für ihn einen guten Platz finden. Na, das hätte er wirklich verdient und das Frauchen wäre sicherlich auch ganz glücklich, wenn sie wüsste, dass ihr Krümel jetzt dann wieder ein Zuhause findet. Genau. Wer so einen kleinen Schelm hier bei sich zu Hause sich wünscht, ich denke mal, der wird mit dem schon viel Spaß bekommen. Okay, vielen Dank. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, der Krümel braucht ein Zuhause mit Garten, weil er unbedingt raus möchte. Und dann, ja, dann kommen Sie her, er sieht wirklich sehr neckisch aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihre Ramona Engelmann.